Hallihallo miteinander und ganz herzlich willkommen zu meinem 183. Kreativtipp. Hier wieder live aus meinem Bastelatelier Sabrinas Kreativecke in Würelingen. Heute ist ganz ein toller Tag für mich. Ich habe sturmfrei und kann den ganzen Tag vorbereiten für den Weihnachtsmarkt, der nächste Wochenende am 1. November Wochenende in Würelingen stattfindet. Und wenn du mich besuchen willst, du wirst mir eine riesen Freude machen, melde dich einfach bei mir am Stand, damit ich dann auch weiss, wer du bist. Und dann können wir auch einen kleinen Schwatz halten. Ja, aber heute gibt es zuerst aber noch einen Kreativtipp. Und zwar zeige ich euch, wie ihr ganz schnell und einfach einen funkelnden, glitzerlichten Rahmen könnt gestalten könnt. Du brauchst dazu zum einen unser Schnittbrett, dann habe ich ein Stückchen Kreativfolie, Schablone, Reliefpaste, Eiskristall und Rubelgold plus ein paar Klötzchen. Klötzchen habe ich schon bereits mit Rubelgold zu einem Rahmen zusammengeleimt. Das sieht dann so aus und ist quadratisch. Und dann nehme ich mir die Kreativfolie, ich habe mir hier schon eingezeichnet, wie gross das sein muss für den Bilderrahmen. Und tue das Ganze dann im Anschluss schneiden. Es geht nämlich tiptop mit der Schnittmaschine, auch wenn es ein dickeres Material ist. Im Anschluss nehme ich mir dann die schöne Schablone mit diesen Kugeln und tue das hier platzieren. Ich mache gerade unten bündig zu der Kreativfolie. Dann tue ich mir die Reliefpaste auf die Schablone direkt drauf drücken. So. Und das Ganze mit dem Spachtel verstreichen. Und wenn ich das überall gemacht habe, die Schablone wegnehmen. Wichtig ist, die dann gerade unter lauwarmem Wasser ausspülen. Das muss aber jetzt noch schnell warten, bis noch ein Kreativtipp. Und dann nehme ich mir direkt Eiskristall und tue die in die nasse Reliefpaste reinstreuen. So. Das Ganze dann abschütteln. Und schon haben wir funkelnd glitzernde Weihnachtskugeln. Den Rest des Kristalls kann man dann einfach mit der Unterlage zurück ins Bündel tun. So. Muss noch weggehen hier. So. Und zurückschütten, dann ist es bereits wieder für den nächsten Gebrauch einsetzbar. Und nachher heisst es nur noch, das Ganze auf den Rahmen zu leimen. Und das mache ich dann wiederum mit dem Rubelgold. Einfach rundum einstreichen. Und draufsetzen. Andrücken und trocknen lassen, weil der Rubelgold, der tut dann nämlich nachher auch durchsichtig abtrocknen. Hinten dran eine Lichterkette oder irgendein elektrisches Lichtchen platzieren und schon ist ein glitzernder, funkelnder Lichterrahmen fertig. Ich hoffe, du bist inspiriert von dieser Idee. Und für die es noch nicht gesehen haben von meinen Kundinnen, ich habe dann heute bunten Freitag. Das heisst, es gibt ganz ein exklusives Geschenk, aber mit einem Bestellwert von 58
Kranken. Wenn du die Info noch nicht gesehen hast, ich habe sie in meinem WhatsApp-Status gepostet. Und sonst melde dich bei mir, dass ich es dir noch schicken kann. Ja, jetzt wünsche ich euch ein traumhaft schönes Wochenende. Bleibt gesund, habt euch Sorge. Und ich melde mich dann noch einmal vor dem Weihnachtsmarkt. Macht's gut, bis gleich. Tschüss miteinander.